Ja, also ich bin jetzt auch fertig nach der Hanna und der Melanie quasi als Dritte und habe erhöht auf 2:1 für uns. Für mich war das heute was ganz Besonderes, weil das meine erste Partie bei einer Mannschaftseuropameisterschaft war. Und ich war erstmal glücklich, weil ich nominiert wurde, jetzt spielen darf und jetzt auch noch meine erste Partie gewonnen habe. Also genau, was ganz Besonderes für mich. Und ich freue mich, ich hoffe auch, dass das Team jetzt heute auch noch gewinnt. Also Josephine steht, soweit Melanie und ich das einschätzen konnten, ganz gut. Wir hoffen, da macht sie auch das Beste draus. Und Remis würde ja auch schon für die Mannschaft reichen, um die erste Partie zu gewinnen. Und genau morgen geht es dann weiter in der nächsten spannenden Runde. Hast du damit gerechnet, dass es die Partie so verlaufen würde, wie sie verlaufen ist, oder hast du dir das anders vorgestellt? Wie lief das für dich ab? Also es war auf jeden Fall eine sehr anstrengende Partie. Das war mir auch vorher klar, dass es anstrengend werden wird. Ich habe eine gute Gegnerin gehabt, auf jeden Fall. Was mich an der Partie beim Verlauf ein bisschen gewundert hat, dass meine Gegner am Anfang so lange nachgedacht hat, in einer eigentlich recht bekannten Variante, wo ich eigentlich auch damit gerechnet hatte, dass sie das vielleicht vorbereitet hatte. Auf jeden Fall stand ich da nach der Öffnung ganz gut und weiß dann nicht, ob ich es perfekt weitergespielt habe. Am Ende war ihr großes Problem, dass sie halt so lange nachgedacht hatte und dann überhaupt keine Zeit mehr hatte und dann am Ende quasi die Partie eingestellt hat. Das war nicht ganz einfach, aber da war die Partie dann gewonnen für mich.